Es ist bestimmt noch da. Ich sollte in unserem Zimmer nachsehen. Das machen wir doch gleich. Wir gucken uns doch noch nur ein bisschen um und schauen, woran wir uns erinnern. Sie hat so viele Fotos gemacht. Ja, als müsse sie jede Sekunde unseres Lebens festhalten. Es hat sie glücklich gemacht. Und ehrlich gesagt war es schön, sie lächeln zu sehen. Das stimmt. Alles okay? All diese fröhlichen Bilder sehen jetzt so traurig aus. So inszeniert. Ich weiß. Wow. Ganz schön peinlich. Wir waren echt keine Da Vincis. Sie hob jedes einzelne Bild von uns auf. Vielleicht hebe ich ein paar davon auf. An die erinnere ich mich nicht. Wahrscheinlich eins von Mary Anns unfertigen Meisterwerken. Es gibt zwei Stück. Vielleicht standen sie für uns. Für Mary Ann gab das vermutlich sogar irgendwie Sinn. Sie hat gespart, wo sie nur konnte. Hallo Mom, es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie so mochtest. Wir müssen besser aufpassen und nicht im Fensterzimmer spielen. Nächstes Mal versuchen wir vernünftiger zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Mir tut es auch leid, wir sollten vorsichtiger sein. Ich bin sehr traurig, dass wir dich zum Weinen gebracht haben. Wir sollten lieber draußen spielen. Ich werde Olli bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder. Tut uns leid. Was liest du da? Ein Brief von uns. Als Entschuldigung für die kaputte Vase, weißt du noch? Langeweile als Belehrung. Eine tolle Strategie. Alte Bücher. Die hatten wir von Tessa, oder? Ja, sie dachte, wir wären begabt. Ich fand es toll, wenn sie vorbeikam. Mit Essen und Spielzeug. Jetzt wirst du wohl nicht mehr so begeistert sein, sie zu sehen. Was meinst du damit? Ihre Weltsicht ist beschränkt. Selbst für die hiesigen Standards. Marians Zimmer. Gehen wir erst rein, wenn es unbedingt notwendig ist. Aber hallo. Ja, ist es vielleicht hier passiert? Und doch nicht oben? Ja, dann gehen wir mal nach oben und suchen den Schatz, den wir da versteckt haben. Hey, was machst du denn da unten? Was glaubst du denn wohl? Nachsehen, ob es sich lohnt, etwas aus Mary Anns Durcheinander zu behalten. Machst du Fortschritte? Nicht wirklich. Und du? Was machst du da oben? Ach, ich plane nur die Weltherrschaft an mich zu reißen. Oh, so eine große Verantwortung. Na, ob du das hinkriegst, Ronan?
Oh, ihr Kleingläubigen. Ich schätze, jetzt ist unser Zimmer an der Reihe. Ich komme gleich nach. Wo kommst du denn her? Ein Schweif aus zwei Schwertern. Das fühlt sich doch wie zu Hause an. Wow, wie winzig diese Betten sind. Wir waren echt klein. Ja. Da! Das ist unser Spiel. Rodel und Straßenbahn. Das hat wirklich keinen Sinn ergeben. Wir haben es trotzdem ständig gespielt. Mann, wir waren Kinder. Wir brauchten nichts weiter als Steine und Vogelfedern. Entscheide durch Schere, Stein, Papier, wer zuerst geht. Mit der Gabe der Stimme. Würfle und bewege dich entsprechend der gewürfelten Zahl weiter. Bezahle die Seilbahndame, um auf den Berg bzw. hinunterzukommen. Nimm den Rennschlitten, um den Berg herunterzurutschen. Wenn du eine 1 würfelst, darfst du noch einmal würfeln. Wenn du wieder eine 1 würfelst, nimm eine Motorkarte, um mit dem Rennschlitten auf den Berg zu gelangen. Wenn du eine 6 würfelst, wirst du für 2 Runden zum wilden Jäger. Du kannst nicht abrutschen. Wenn du eine 3 würfelst, wirst du für 3 Runden zum Bär. Seilbahn und Schlitten können in keine Richtung genutzt werden. Hey, du. Dein Zwilling liegt unterm Haus. Sah auch schon mal besser aus. Oh, der war nicht meiner. Ein paar unserer Spielsachen verpassen mir Gänsehaut. Wir wollten immer einen Fernseher. Stattdessen schleppte sie Stapel an Büchern an. Damit hat sie uns wohl einen Gefallen getan. Wenn wir anfangen, im Angebot von HBO zu stöbern, wirst du das vielleicht anders sehen. Abwarten. Ja, anscheinend war das obere Bett, das von Allison. Und das untere, das von Tyler. Also eine Sache muss man Marianne wirklich lassen. Wir konnten unsere kreative Seite ausleben. Wenn du Eddies Gesicht gesehen hättest, als ich sein Auto lackieren wollte. Ja, Onkel Eddie hingegen hat deine künstlerische Ader wohl nicht geschätzt. Nenn ihn lieber Chief Brown, wenn du schon so ein Arsch sein willst. Unser Freund aus dem All. Sieh mal, was ich hier hab. Was? Nur unsere großartigste Schöpfung. Das Buch der Kobolde. Jetzt im Ernst? Warst die ganze Zeit in dieser Truhe? All diese Geschichten. Ich hatte noch viel mehr auf Lager. Marianne hat viele geschrieben. Ja, nur in diesen Momenten schien sie wirklich friedlich. Die Froschdame erhält die Gabe des Sprechens, der Bär und die Prinzessin. Die Biberdame repariert das Haus, die Feier der Prinzessin. Die Kobolde und die Eishöhle, die Prinzessin und die zwei Diebe,
Die Prinzessin schließt neue Freundschaften. Die großen Pranken des Bären. Die Mondhexe verliert ihren Namen. Die Kobolde tricksen den wilden Jäger aus. Die Pelikandame hilft ihren Freunden. Die Kobolde erhalten ihre Stimmen. Die große Froschdame wird bestraft. Die Kobolde retten die alte Biberdame. Die Kobolde verärgern den Eiskönig. Die Pelikandame verzeiht den Kobolden. Die Kobolde treffen den Eistroll. Die Kobolde tricksen den Bisam aus. Der Elch lehrt die Kobolde. Der wilde Jäger erhält seine Hand zurück. Die Froschdame erhält die Gabe des Sprechens. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine große Froschdame, die in einem kleinen Teich lebte. Sie war ein friedliches Geschöpf, das den Großteil seiner Zeit damit verbrachte, zu fressen, zu schwimmen und zu schlafen. Von der Morgen bis zur Abendröte tat sie alles, was kleinere Frösche auch tun, nur eben größer. Sie aß mehr, sie hüpfte weiter, sie war klüger und machte eine Menge mehr Lärm. Alle Lebewesen im Wald konnten ihr lautes Quaken hören, und sie alle waren glücklich darüber. Es war nämlich leicht, sich im Wald zu verirren, doch dank des lauten Quakens der großen Froschdame war es stets einfach, den Weg zurück zu ihrem Teich zu finden. Vielleicht wäre es anders gewesen, hätte die Froschdame auch nachts ihre Lieder gesungen, aber sie war ein viel zu faules Tier und nach Anbruch der Dunkelheit nie sonderlich aktiv. Eines Tages betrat eine unbekannte Besucherin zum ersten Mal den Wald, eine junge Frau in einem wunderschönen Kleid. Sie marschierte eilig durch den Wald, so als sei sie auf der Flucht, und blickte dabei kein einziges Mal über ihre Schulter. Viele Bewohner erspähten die Prinzessin beim Vorbeigehen, doch niemand traute sich, ihr zu helfen, denn der wilde Jäger war ihr auf der Spur. »Das ist nicht unsere Angelegenheit«, sagten sie. »Wir sehen lieber weg.« Denn der wilde Jäger war ein unnachgiebiger Mann, der nicht so sehr liebte, wie Beute, um des Rubens und des Geldes willen zu jagen. Nichts konnte sich seinem bohrenden Blick lange entziehen. So lief die Prinzessin auf sich allein gestellt und ohne Hilfe so lange weiter, bis sie sich in dem großen Wald heillos verirrte. Völlig erschöpft und ziellos eilte sie voran, mit dem beharrlichen Jäger dicht hinter ihr. Plötzlich hörte die Prinzessin ein lautes Quaken von links. Sie vernahm das Geräusch so deutlich, dass sie sogleich wissen wollte, wo es herkam. Kurz darauf stieß sie zur großen Froschdame im kleinen Teich, die der Prinzessin ein freundliches Lächeln schenkte. »Bitte hilf mir«, sagte die Prinzessin. »Ich brauche einen Ort, an dem ich mich verstecken und Rast machen kann.« »Quak«, antwortete die Froschdame. Die Prinzessin legte die Stirn in Falten. »Bitte mache nicht solch einen Lärm. Der wilde Jäger ist mir auf der Spur.« »Quak«, sagte die Froschdame abermals, so laut, dass die Prinzessin sich die Ohren zuhalten musste. Das Tier begann wild umherzuspringen. »Was tust du nur?«, fragte die Prinzessin. »Sei still, oder er findet uns.« Aber die Froschdame quakte weiter und hüpfte aufgeregt um sie herum, rechts und links, auf und ab, quak, quak, bis die Prinzessin schließlich verstand, was es mit all dieser Aufregung auf sich hatte. Vorsichtig kletterte sie auf den Rücken der großen Froschdame, die sich sogleich mit einem gewaltigen Satz von dem Teich entfernte. Die Froschdame sprang so hoch und so weit, dass selbst der Jäger nicht mehr wusste, wohin die Prinzessin entschwunden war. Mit nur wenigen Sprüngen war die Prinzessin seinem bohrenden Blick entronnen. Ein paar Sprünge mehr und sie war wie vom Erdboden verschluckt. Die Prinzessin schloss ihre Augen und ließ sich von ihrem klugen Reittier tragen. Weniger als eine Stunde später hatte die große Froschdame das andere Ende des uralten Waldes erreicht, das in der Nähe des Ufers des tiefen Sees lag. Dort hielt sie lautlos vor einem großen verlassenen Holzhaus. »Danke«, sagte die Prinzessin und küsste das Tier. »Mein einziger Wunsch ist, dass du doch sprechen könntest, damit ich deine Absicht früher verstanden hätte.«
und als sie diese Worte aussprach, geschah etwas Unglaubliches. Die große Froschdame konnte mit einem Male sprechen. Ihre ersten Worte versetzten die Prinzessin in Staunen. »Der wilde Jäger ist mir immer auf den Fersen. Jetzt bist du sicher. Und ich hatte meine Rache. In diesem Haus hier kannst du bleiben. Es wurde vor langer Zeit verlassen und niemand wird hier nach dir suchen.« Dann, ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren, sprang die große Froschdame zurück zum Teich. Und das war die Geschichte, wie die große Froschdame die Prinzessin rettete und die Gabe der Sprache erlangte. Ja, also ich werde jetzt nicht alle Geschichten vorlesen, aber vielleicht, vielleicht immer mal wieder, vielleicht dürfen wir das Buch ja behalten. Mann, wo ist es? Suchst du etwas Bestimmtes? Mein Tagebuch. Davon hast du mir nie erzählt. Ja, so wie Marianne war, wollte ich es erst recht, so gut es geht, vor ihr geheim halten. Marianne. Ja, als sie es damals gefunden hat. Wo ist es? Was hast du damit gemacht? Ach, was denn? Mein Tagebuch ist weg. Du hast es gestohlen. Gib es her. Schatz, alles, was ich mache, ist nur zu deinem Besten. Du hast es gelesen, oder? Dazu hattest du kein Recht. Ich darf alles, was ich tun muss, um mein kleines Mädchen zu beschützen. Ich bin nicht dein Mädchen. Ich hasse dich. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Und egal, wie sehr du dagegen kämpfst, ich kämpfe umso mehr, um dich zu beschützen. Warum habe ich es nicht kommen sehen? Sie hat es mir ins Gesicht gesagt. Meine Transition hätte sie auch mit Gewalt verhindert. Tyler, du hättest nicht wissen können, dass sie so weit gehen würde. Ich will das Tagebuch zurück. In ihrem Zimmer habe ich noch nicht gesucht. Okay, aber brauchst du es denn jetzt? Dieses Tagebuch war mir wichtig, Allison. Meine Gedanken aufzuschreiben, half mir zu sehen, wer ich bin. Gut. Dann suchen wir es. Ob ihr Zimmer noch verschlossen ist? Das war es immer. Ich bin nicht so heiß darauf reinzugehen. Ich weiß. Doch wir kommen nicht drum herum und ich brauche es zurück. Hey, die Postkarte, die wir uns aus Juno geschickt haben. Für immer allein. Was? Wir hatten kaum jemanden. Wir waren sogar unsere eigenen Brieffreunde. Hallo Allison und Olli. Wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz oben, ganz nach oben gefahren. Olli hatte Angst. Das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie sie dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch. Die waren im Wasser. Dummkopf. Jedenfalls soll euch diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich.
A und O, Allison und Ollie Ronan. 12 Canary Road, Delos Crossing, Alaska. Das Tagebuch ist sicher in Mary Ann's Zimmer. Ich sehe besser nach. Ja, ja, das machen wir ja gleich. Es gibt hier aber noch ein paar Dinge zum Angucken. Wieso war ich mit diesem Poster einverstanden? Es war mein Lieblingsfilm. Damals. The City of Love. So viel zu meinem Traum, Eishockeystar zu werden. Mary Ann fand Sport zu aggressiv, zu wetteifernd und zu gruppendenkerisch. König die Hexe einholte, schallte seine wütende Stimme durch den ganzen Wald. Für deine Tücke wirst du auf ewig an den See gefesselt sein. Was? Niemals. Sei still, ich lese. Du wirst ihn nie wieder verlassen können. Auch nicht bei Vollmond. So blieb die Mondhexe im See gefangen und versuchte nie wieder von dort zu fliehen. Und dann der Titel. Was meinst du? Nicht schlecht, was? Ist schon okay. Aber ich hätte das Ende geändert. Was? Niemals! Der Eiskönig, den hatte ich völlig vergessen. Weil es gefährlich war, seinen Namen zu nennen. Er war zu mächtig. Und da sind ja auch noch Zeichnungen. Gut, dann geht's jetzt wohl runter in ihr Zimmer. Warte. Was? Erkennst du das? Ach, ja, leider. Löse mein Rätsel, für das Recht in das Gemach der Prinzessin einzutreten. Ein kräftiger Stoß dürfte die Sache erledigen. Schon klar, wir könnten sie mit Gewalt öffnen. Aber es wäre doch witzig, es endlich zu lösen, oder? Wir haben unterschiedliche Definitionen von witzig. Gut, aber wenn wir sie eintreten, müssen wir sie danach reparieren. Versuchen wir es zuerst mit dem Rätsel. Hast du unser Buch? Ja. Gib mal her. Wonach suchst du denn? Das Bild an der Tür, es erinnert mich an eine Geschichte aus dem Buch. Eine von Mary Ann. Du erinnerst dich viel besser als ich. Tja, das Buch der Kobolde war meine Idee. Das durfte auch nie jemand vergessen. Hier ist sie. Die mit dem Prinzessinnenfest. Lies mal. Vielleicht stehen die Symbole für etwas in der Geschichte. Geistererinnerungen. Bilderbuchrätsel. Komischer Tag. Komische Kindheit. Touché. Ja, da gucken wir wohl direkt ins Buch der Kobolde. So, wir brauchen das mit dem Fest. Die Feier der Prinzessin auf Seite 15. Die Feier der Prinzessin. Eines Tages in einem tiefen, uralten Wald trug es sich zu, dass die Prinzessin ganz schwer ums Herz wurde, weil sie genau vor einem Jahr von daheim weggelaufen war. Ihre Freunde im Wald spürten, wie traurig sie war und klopften an ihre Tür. Die fromme, aufmerksame Pelikandame war vorangegangen und der stattliche, weitsichtige Elch hatte alle zusammengetrommelt. Der alte Bär mit seinen scharfen Pranken war auch da. Und auch die große Froschdame, die ständig vor sich hinquakte. Sogar der eitle Bisam war gekommen, obwohl er sonst meistens nur nachts herauskam. Der Bär bot der Prinzessin an, sie auf seinem Rücken zu tragen, damit kein Wolf ihr etwas zuleide tun konnte.
Und dann führten die Tiere sie zu einem Feental, wo sie ein wunderbares Fest vorbereitet hatten. Es gab ein Buffet aus Meeresfrüchten, das die Pelikandame aus ihrem stets gefüllten Schnabel auftrug. Die Luft war erfüllt von Feenlichtern, die der Elch verteilt hatte, als sich am Himmel Wolken zusammenzogen, und die gesellige Froschdame mischte erfrischende Getränke. Nur der Bisam hatte nichts beigetragen und ließ es sich auf Kosten der anderen gut gehen. Die Prinzessin hatte großen Spaß auf ihrer Feier, so großen Spaß sogar, dass sie ganz vergaß, ihren Freunden zu danken. Die Feen bemerkten das Versäumnis der Prinzessin und heckten einen Plan aus. Als die Prinzessin ihre Geschenke öffnen wollte, fand sie am Rand des Bergtals drei identische Schachteln vor. Verwirrt drehte sie sich um und ihr entfuhr ein erschrockener Schrei. Die gesamte Festtagsgesellschaft war verschwunden. »Weil du deine Freunde als selbstverständlich erachtet hast, verkündeten die gemeinen Feen, haben wir sie vor dir verborgen, aber wir mögen Spiele. Errate, wer dir jedes dieser Geschenke bereitet hat, und du hältst deine Freunde zurück.« Die Prinzessin öffnete die erste Schachtel. Darin befand sich eine Fackel, die, wurde sie erst einmal entfacht, die Wahrheit enthüllte. Sagte die Prinzessin, »jemand möchte, dass ich mich im Dunkeln nicht im Wald verirre und dass ich richtig und falsch stets auseinanderhalten kann. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken?« Sie öffnete die zweite Schachtel. Darin befand sich ein magisches Schwert, das aus den Händen seiner Trägerin springen konnte, um sie zu verteidigen. Sagte die Prinzessin, »jemand möchte mich vor jeder Gefahr beschützen. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken?« Sie öffnete die dritte Schachtel. In ihrem Inneren befand sich ein Geldbeutel, der immer Münzen bereit hielt, wenn seine Besitzerin etwas wirklich brauchte. Machte die Prinzessin, »jemand möchte sicherstellen, dass ich mir Essen kaufen kann, wenn ich hungrig bin, und Kleidung, wenn ich friere. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken?« Die Prinzessin dachte an ihre Freunde, und ein selbstsicheres Lächeln schlich sich auf ihre Lippen. »Liebe Feen«, sagte sie, »ich mag achtlos gewesen sein, doch ich weiß all die Gaben und Taten meiner Freunde zu schätzen.« Sie gab Antwort auf das Rätsel der Feen, die sich zerknirscht gezwungen sahen, die Gesellschaft in einem bunten Lichtblitz wiederherzustellen. Die Prinzessin umarmte jedes der Tiere und dankte ihnen für ihre Geschenke, die Feier und alles, was sie für sie getan hatten, seitdem sie in den Wald gezogen war. Und das war die Geschichte, wie die Prinzessin ihren ersten Jahrestag im Wald beging. Okay, hier sehen wir die Fackel, das Schwert und den Beutel. Okay. Okay. Oben scheint kein Hinweis zu sein. Also, wer wollte sie verteidigen? Ich würde sagen, der Elch. Dann, mit X geht's hier wieder zurück. Dann kommt noch vor die Froschdame. Die Froschdame. Es könnte die Froschdame gewesen sein mit dem Schwert. Weil die kennt ja ihre Geschichte. Okay, machen wir mal hier die Froschdame. Okay, für das Schwert.
Dann die Münzen. Der Elch und die Pelikan-Dame. Ich würde sagen, die Pelikan-Dame. Hat das Essen, also beziehungsweise den Geldbeutel zur Verfügung gestellt. So. Das war, glaube ich, das dritte. Jawohl. Die Pelikan-Dame. Und dann würde ich sagen... Der Elch, das Schwert, weil er wollte sie ja auch verteidigen vor den Wölfen. Bist du sicher, dass du es lösen kannst? Okay, wir fragen mal nach Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich habe ein paar Ideen. Ich kenne die Geschichte. Sollte mir das was sagen? Sieh mal die Räder. Die Symbole entsprechen den Tieren in der Geschichte. Ja. Und die Prinzessin musste raten, von wem die Geschenke waren. Ja, genau das sollen wir bestimmt auch. Also die Fackel. Sie soll die Wahrheit enthüllen und Gutes vom Bösen trennen. Marianne hätte so eine brauchen können. Das Tier, das wir hier suchen, hört sich wie ein Richter an. Oder ein Kopf. Im Märchen gab's keinen Polizisten. Aber vielleicht eine gesetzestreue Person? Ja, ich suche weiter. Eines der Tiere hat ihr ein Schwert gegeben. Es muss jemand gewesen sein, der sie körperlich beschützen wollte. Zum Beutel mit den Münzen fällt mir gar nichts ein. Ja, keins der Tiere war besonders reich. Vielleicht geht es ja gar nicht um Geld, sondern darum, jemandem zu helfen, der in Not ist. Okay, das war jetzt irgendwie eine andere Reihenfolge. Doch Fackel, Schwert und Münzen. Doch, Fackel, Schwert und Münzen. Ah. Warte mal, machen wir es so. Na, ich brech die Tür einfach auf. Ganz sicher? Wir sind nicht in Eile und wir müssten sie wieder reparieren. Nun gut, ich würde sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Tell Me Why weiterspielen. Bis dahin hoffe ich, bleibt ihr mir gewogen. Ciao, ciao.